Moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Flucht zusammen mit German Let's Play. Hi. Leute, abonniert beide Kanäle, um zukünftig keine neuen Folgen mehr zu verpassen. Aktiviert die Geilo-Glocke. Meine Damen und Herren, wir haben ein sehr, sehr wichtiges Experiment hier gerade gestartet. Und wir müssen uns dementsprechend ein wenig beeilen. Wir haben, ein bisschen gewartet. Oh Gott, das wichtige Gewitter. Manuel war fleißig und hat eine Pilzkuh organisiert. Jetzt müssen wir... Warte mal, ich hole mir mal schnell die Level bei der Farm. Und zwar... Gibt es seit der neuesten Version... Oh Gott, wer hat hier eine Tür hingemacht? Ich. Oh Gott, ich muss mich beeilen. Oh Gott, das Gewitter darf nicht zu Ende gehen. Das hier mal ausmachen. Gibt es eine Möglichkeit oder gibt es die Möglichkeit... Es tut mir leid, mein Dingens ist mega chaotisch. Gibt es die Möglichkeit, eine Pilzkuh zu verwandeln? Und das müssen wir jetzt einmal machen. Und zwar mit einer ganz, ganz interessanten Verzauberung. Warte mal, ich brauche doch gar nicht die Level. Du brauchst doch eigentlich nicht. Ja, du kannst deine benutzen. Ja, kannst du ja. Okay. So, dann brauche ich einmal den Dreizack und die Verzauberung. Und einmal das. Ja. Und einmal das. Dann gebe ich dir ganz kurz diese beiden Tränke. Oh, lecker. Und dann einmal das. So, Dreizack. Oh Gott, hast gerade schon... Ist er in die Kuh eingeschlagen? Nee, da war... Hä? Was denn? Eine Hexe! Lol, ein Villager wurde wohl von dem Blitz getroffen und hat sich in eine Hexe verwandelt. Ja, ja, das funktioniert, glaube ich, so. Und zwar, ich kann jetzt den Dreizack benutzen, dass... Oh Gott, warte, ich muss hier reinspringen. Dass dann ein Blitz direkt auf mich einkracht. Ja, nee, dann geh weg von ihr. Ja, aber ich will doch, dass er bei ihr einkracht. Ach so, ich dachte, du willst... Er soll direkt... Hier, jetzt bin ich der Blitzableiter. Er soll sie direkt treffen. Also, die Verzauberung Entladung lässt den Dreizack bei Gewitter wie eine Antenne wirken und beim Auftreffen einen Blitz in das Objekt einschlagen. Ach so, dann muss ich sie bewerfen. Dann ist sie aber vielleicht tot. Okay, dann auf dem Boden. Funktioniert in jedem Biom, auch wenn es dort bei Gewitter nicht regnet. Der Dreizack... Hä? Was? Ich habe jetzt hier gerade einmal geschossen. Muss ein Objekt treffen, das sich nicht im Wasser befindet. Okay. Ja, also ich muss das Objekt... Nein, du musst jetzt erstmal warten, bis ein Blitz nicht einschlägt. Achso, okay, dann halte ich das Ding. Ich weiß halt nicht, ob man das provozieren kann, indem du dich einfach ein bisschen nach oben baust. Normalerweise ja schon. Ah, der muss erstmal in mich einschlagen, ja, oder? Genau. Achso, okay, erstmal hat es nichts mit der Crew zu tun. Ich gehe schnell da oben. Blitzableiter Pedizel ist am Start. So, jetzt bin ich hier ganz oben. Da sehe ich dich in dem Job. Aber hier ist eher Schnee. Oh Gott. Alter, was machen die denn hier? Geh weg. Mann, verpisst euch. Was? Ja, ich muss dich schießen. Bist du? Ja. Okay. Ich muss unbedingt runter. Ja, der Blitz ist direkt dann da eingeschlagen. Okay, warte, ich brauch dich. Ach so, damit du mich daneben triffst? Ja, ja. Alter, ist das krank. Okay. Also die Kuh ist wirklich an mir dran. Okay. Ich kann noch näher gehen, warte. Ja. Ich weiß nicht, ob das okay, so... Okay, ja, warte. Komm. Und? Mach einfach jetzt. Ja. Lösch sie. Ja, sie ist... Ja, sie hat sich verwandelt. Als ob das geklappt hätte. Oh, Vorsicht. Nein. Zombie. Und es brennt. Oh Gott. Okay, perfekt. Und nice das one. Gewitter hat aufgehört, als ob. Bestes Timing EU West. Krass. Hey, du hast dich verwandelt. Oh, sollen wir eine Schale holen? Ja, ja, hol mal eine Schale. Warte, hast du Holz? Hab ich. Pack mal die Zäune wieder zurück. Mach das. Ich habe Schüssels für dich. Hier, Palette, nimm alle. Oh, danke schön. Ja, ich bin Schüsselgönner. Jetzt wird die Kuh gemolken. Weil das Spezielle an dieser Kuh ist, dass man, weil normalerweise für die Leute, die es vielleicht nicht wissen, wenn du eine Pilzkuh praktisch am Euter ziehst, dann gibt sie einen... Suppe. Und die gibt einen... HP, oder? Nee, einfach nur Essen. Pilz? Hä? Ich dachte, eine andere Suppe. Wie nicht? Du sollst doch andere Suppe geben. Ja, das musst du irgendwas bringen, dass sie jetzt anders aussieht. Ich habe sie jetzt komplett gemolken. Pilzsuppe. Hä? Ich dachte, die gibt coole Pilzsuppe. Warte. Magst du einmal bitte googeln? Weil bei mir friert immer das Bild ein und die Leute denken dann, das Video stürzt ab. Ja, ja. So sieht das dann immer aus, Leute. So. Da denkt ihr dann immer, dass euer Handy spinnt. Ist aber nicht. Ich tapp dann immer raus und dann freest das Game. Ah, es gibt zwei Varianten. Rote und braune. Ja, ja. Und die braune entwickelt sich aus der roten, wenn sie vom Blitz getroffen wird. Da, genau. Werden rote Mushrooms oder Mushrooms Zombie Villager. Von einem Blitz getroffen, werden sie zu braunen Mushrooms. Ja. Werden braune Mushrooms vom Blitz getroffen, werden sie zu roten. Genau, und braune droppen die seltsame Suppe. Nein! Das steht hier aber. Die haben nur Pilzsuppen. Das steht aber so. Ja, aber ich habe hier ganz viele Pilzsuppen geholt und da steht immer nur Pilzsuppe dran. Und die seltsame Pilzsuppe. Deshalb nimm mal einen Lüppen. Ja, warte, ich kümmere mich eben darum, dass ich den Villager hole. Ich laufe mal ganz schnell ein bisschen, weil man bekommt bei der seltsamen Suppe doch immer einen Effekt. Ein Random-Effekt. Ah, jetzt kann ich einmal essen. Vier tausende Suppen rumliegen. Ja, ja. Ja, so. Pilzsuppe, stimmt, du hast recht. Ich, ja,
ich bekomme nur die Pilz, ich bekomme keinen Effekt. Ey, aber genauso steht's im Wiki. Die verarscht uns, die Pilzkuh. Guck mal her. Tod durch Amboss. Nein, sei bitte ganz vorsichtig, Mendel. Ja, ja. Jetzt ist sie bei ihren Freunden. Bist du ein Faker? Wollen wir die nochmal mit dem Blitz treffen? Ja, nee, nee. Dann ist sie ja wieder rot. Ja, und dann machen wir wieder braun. Hast du sie auch nochmal gemolken? Ja, ja. Und wieder? Genau. Einfach normale Pilzsuppe. Hä? Leute, kann das bitte irgendjemand mal erklären? Und wir müssen dem Dude einen Namen geben. Können wir ihn Zombie 2. Nein! Sie haben Frosty! Sie haben Frosty, den Schneemann! Nein! Frosty! Stimmt, der kann sich ja gar nicht wehren, weil er kein Damage macht. Warte mal, jetzt haben wir gar keinen Schnee mehr. Ah ja, stimmt. Wir müssen noch einmal, hol mal bitte von oben Schnee. Dann können wir gleich mal, wir könnten auch mal gucken, wie die Kürbisfarm so funktioniert. Ach weil, ja. Für die Leute, die es vielleicht verpasst haben, Manuel hat in der letzten Folge eine Kürbisfarm hier gebaut. Guckt es euch unbedingt an. Ja, 5 Stück. Ist doch super. Ich probiere das nochmal eben mit der Kuh. Ich glaube, ich relog gleich. Ja! Was? Da! Gucke sie ab! Kranzige Suppe! Ja! Seltsame Suppe! Da, probier's! Ja, kann ich nicht, ich hab keinen Hunger. Ja, nee, aber hol dir, meine ich. Achso, ja, ich probier auch mal. Ich hab wieder Pilzsuppe. Da hab ich dich wohl verarscht. Die hatten wir noch. Mann! Diese seltsame Suppe. Du hast das nicht, ne? Ja, das war die Rache. Wofür? Ja, für den letzten Part. Kann ich mich nicht... Oh, Mann, sind die viele Kürbisse. Oh, hier. Das war lustig. Ja, mega lustig. Frosty, hier, ich kann dir noch mehr geben. The Snowman. Ne, 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 ne. So, jetzt packe ich das hier nach unten und dann kann ich nämlich schnitzen. Einmal die hier alle wieder abbauen. Bettina hat die Farm nicht ausgemacht. Hä? Wieso denn ausmachen? Ja, damit die Sachen sich da drin weiter auflösen. Könnte ich gewesen sein. So, noch ein Frosty. Ja, los Frosty Gang. Und Frosty the Snowman. Ich bin einfach enttäuscht wegen der Pilzkuh, ganz ehrlich. Ja, da wurden wir schön verarscht. Boah, Alter, das geht aber auch ab mit Frosty. Ja. Vor allen Dingen, ich habe gar keinen Platz. Oh, kaputt. Dann packe ich mal die Pilzsuppe. Ach, stimmt, man hat ja immer nur 16. Ja. Ist das ätzend. So, hier nochmal. Ja, das verstehe ich auch nicht. Boah, ja, okay, ich habe aber auch einfach ein richtig räudiges Inventar. Das gebe ich gerne zu. Das ist so traurig, ne? Wir haben seit 10 Folgen oder so ein richtig geiles Aquarium. Und da ist nichts drin. Nichts. Ja, machen wir noch. Wir holen noch mal gute Fische. Hört's doch nicht so. Das Problem ist, das Wasser muss ich erst setzen. Ach so. Das kennen doch die meisten von euch. Ja, ja, klar. Ja, ist so. So, ich habe jetzt 32 Schneeblöcke. Eigentlich wollten wir die Frosties doch auch ein bisschen platzieren. Ja, aber bringt das was? Ja. Nee. Doch. Es bringt halt echt gar nichts. Oh, ja, eine Sache bringt's. Dass wir ein Part später nachgucken und die schon längst erschossen wurden. Nein. Ich möchte gerne ein paar Frosties. Ja, haben wir doch. Guck mal, okay. Wir testen es. Wir gucken jetzt. Hier ist der nächste Frosty. Dann du, ist was hier... willst du denn da testen? Ja, die werden alle wieder draufgehen. Ja, genau. Ja, nein. Aber das soll doch nicht passieren. Wir müssen die schützen. Das sind praktisch wie unsere Kinder. Nee. Doch, unsere Kürbisschneekinder. Oh, warte mal, ich mache jetzt so richtig viele. So, und jetzt kann ich... Frosty! Bam! Zack, 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 meiner. Zack, zack, jawohl! Alter! Junge! Ja, aber das reicht nicht! Komm, wir brauchen mehr! Auf. Mehr Schnitzmenüel! Ja, aber wir haben kein Eis mehr. Was? Ja, ich habe keine Schaufel mehr, sorry. Glücklicherweise haben wir so viele Frosties hier. Und? Oh, hier liegt ja noch richtig viel. Alter, aber jetzt sieht's richtig winterlich aus. Wir sind zwar einen Ticken zu früh, weil ich glaube, in Deutschland hat es noch nicht unbedingt so in den Großstädten geschneit. Was ja immer so ein bisschen... Hat's wo? Ja, komplett. Also in München hat's noch nicht geschneit. Und in München war es auch... Wochenende war wieder Föhn. Schön? Föhn! Es war Föhn in München. Ein Föhn zum Haare? Nein, man sagt immer Föhn, glaube ich, hier in München, wenn warme Luft irgendwie von Italien oder so hier rüberzieht. Und dann ist es so mega... Also dann wird es auf einmal plötzlich warm. Wie bescheuert? Palette, ich habe einen Job für dich. Was machst du denn hier? Ich hole Frosty, Freunde. Na komm. Junge. Ja, aber so viel Kürbisse haben wir gar nicht. Nee, nee, noch nicht, warte. Geh du mal zu unserer Farm. Ja, okay. Guck mal nach, wie viel da ist. Vielleicht haben wir ja einen. Das ist so dumm. Aber hier hinten war ja noch eine Farm. Ja, da sind einige. Wow, 3 Stück. Wie, da hinten war noch eine Farm? Ja, ich habe ja vorhin in einem der letzten paar Zehnten noch kurz ein paar hingestellt. Wie einfach nur so überall. Mann, ihr werdet alle bald schon weg sein, ihr armen Frosties. Ja, egal. Hauptsache, wir haben viele. Viele mal gehabt. Also hier sind richtig viele Kürbisse, ne? 30 oder so. Was? Ja, ja. So, kommt her.
Ich baue noch ab. Frosty, 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 Frosty. Aber wir haben, oh Gott, Alter, Junge. Alter, ich kann, ey. Mittlerweile haben wir mehr Frosties als Dorfbewohner. Als Dorfbewohner, ja. Junge, was ist denn da los? Voll die Weihnachtswunderwelt. Ja, ja, ist hier. Mit. Ja, 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 ja. Warte, mehr. Warte mal. Ich, wir brauchen mehr. Alter. Hä? Hier sind welche, die haben gar keinen, was ist was? Mit ihm denn? Was? Er hat gar keinen Frosty-Kopf. Was ist denn mit dir? Weg mit dir! Nein! Manuel! Ich fang ihn doch wieder. Lol, was? Oh, nochmal, wey! Warte mal, hast du ihn? Warte mal, ich vielleicht ihn gefangen. Ich glaube, die kriegen keinen Fallschaden. Oh. Nee, ich wollte schon gerade sagen, also, ich habe ihn gefangen. Ich meine, es ist einfach Schnee. Mann. Ich hole die neue, warte. Nein. Ich habe noch 11 Kürbisse. Die Dorfbewohner denken sich auch, Mann, Alter, und sie ist kalt an den Füßen. Junge, die arme Katze, die denkt sich, was zur Hölle. Ganz schön aber kalt ist gut geworden. So kriegt der Enderdrache kriegt von denen ganz viel Knockback. Naja, eigentlich sind die für die Endermänner, ne? Die sind nicht für den Drachen. Ah, ja, genau. Dadurch werden sie abgelenkt. Ja. Und dann? Und wir können ihn essen. Was? Warum willst du den denn essen, Junge? Lass den doch mal in Ruhe. Kannst du nicht mal alles dir in den Mund stecken? Doch. Nein. Ja, doch. Nein. Da, warte. Ich hab einen Job noch zu tun. Ja. 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 Jetzt steck die drauf. Und? Oh, bam, das bam, war's. Bam, bam. Oh, das war's schon? Ja, ich hab nicht mehr. Einzige Enttäuschung. Mann, überall wo man ist. Und dieser eine Typ, den möchte ich aber irgendwie, lass den mal irgendwie einsperren. Der ist so, besonders. Ja, der sieht total interessant. Kann man warte, ich weiß, wo der hin kann. Oh Gott. Ups. Ich weiß doch, wo der für immer sicher ist. Ah, komm, nee, mal guck mal. Nee, ich weiß, was man macht. Ich kann denen die Dingens klauen. Mit Rechtsklick. Hä, hast du dann wieder deine? Also bekommst du dann die? Nee. Schade. Wahrscheinlich kriegt man ein paar Kürbiskerne oder so. Komm mal mit. Ja. Ich hab eine Idee. Weil wer fühlt sich denn am einsamsten in das Opfer. Ganzen Stadt? Ja. Der arme Junge, der ist da schon seit Wochen. Und auch komplett sinnlos. Sehr gut. Ja, die Monster. Ja, der hilft. Sie kommen. Ja. Oh. Geil. Nein! Knut, der Eisbärpfleger hat sich verwandelt. Nein. Ist er das echt? Ja, er hat sogar den Namen. Nein, Knut. Nein, wir müssen Knut zurückverwandeln. Nein, Knut wird... Das ist doch Knut. Ich hab Knut. Hey, oh Gott! Was denn? Knut! Knut! Okay. Unser Gehege! Nein! Die Eisbären! Mensch, die was flüchten. Machst du denn da? Sind im Loch! Ich hab keinen Zaun. Ich auch nicht. Ja, schade. Ja gut, können wir auch nichts machen. Wir haben beide keinen Zaun. Finden wir keine Möglichkeit. Mann, ist das kacke hier. Was denn? Ist das Schnee? Winter Wonderland. Oh, selbst hier. Oh, unsere tropischen Schildkröten. Hoffentlich geht's denen gut. Klar. Also ich check halt nicht, warum du es einfach nicht schaffst, uns seltsame Suppe zu geben. Du bist eine einzige Enttäuschung. Paletta hatte so viel Hoffnung. Ja. Okay, Leute, das war's mit der heutigen Folge von Minecraft Flucht. Lasst auf jeden Fall ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Abonniert beide Kanäle, um zukünftig keine neuen Folgen mehr zu verpassen. Die nächste Folge kommt bei German Let's Play, die übernächste bei mir. Ihr wisst Bescheid. Leute, habt jetzt alle noch einen traumhaften Tag. Haut rein. Ciao, ciao.